ihr lieben Leute, heute ist Samstag und Spätnachmittag, Zeit zum Kaffee trinken. Ich habe hier ein Stück Kuchen. Lecker. Bienenstich mit Puddingcreme-Füllung. Ja, und dann mache ich erstmal einen Kaffee. Papa hat mal gesagt, wenn noch was da ist. Ja, ich mache ich doch noch für jemand anderen. So. Ein bisschen Zucker. Achtung, der Witz des Tages. Kommt ein Mann zum Arzt und der Arzt fragt, na, Herr Meier, was macht denn noch der Zucker? Und der alte Mann sagt, oh, der zuckt schon lange nicht mehr. Hast du gelacht, Papa? Nee. Hä? Nee. Hast du, ich dachte gerade, du hast gemacht. Ich hab's genau gehört. Achso, ja. Jo. Messer brauche ich. Ein Messer. Ein scharfes Messer. Sowas. Ja, und was fehlt noch? Richtig. Schuss Milch. Heute von Milsani. Ich denke, die Marke kennt jeder. Gibt's bei Aldi Nord und Aldi Süd. Ja, so sieht die Schachtel von der rechten Seite aus. So von der Rückseite. Und so von unten, bitteschön. Okay. Ich mag diese Verschlüsse nicht. Man sollte mal eine Petition gegen diese bescheuerten Verschlüsse einreichen. Angeblich sollen die ja das Meer schonen, weil dann die Deckel nicht mehr ins Meer geraten und das Mikroplastik sich verteilt. Aber durch diese Funktion muss ja noch mehr Plastik produziert werden. Hier, der kleine Pinokel, der den Deckel da festhält, der ist auch aus Plastik oder Kunststoff. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn der ins Meer gerät. Na, egal. So, dann wünsche ich mir mal guten Appetit. Papa, hörst du? Herr Hatzig, was denn? Ich wünsche mir jetzt guten Appetit. Ja, ja. Es ist auch noch Kuchen da, wenn du auch noch was möchtest. Es ist auch noch Kuchen da, wenn du auch noch was möchtest, musst du dir den holen. Dann hole ich mir, dann habe ich ja auch gekauft. Ja.
Ach, du hast den gekauft? Beim Globus? Nee. Diesmal nicht beim Globus. Ah. Naja, gut. Mahlzeit. Machst du mal kurz ein Bild von mir?